Ja, einen schönen guten Tag nochmal alle miteinander. Jetzt sind wir zwei, wir setzen uns mal hin. Auch hier nochmal, ich mag eigentlich nicht nach hinten reden, immer noch nicht. Wir haben uns ja vorher im Orga-Team noch in der Gruppe ein bisschen schon drüber unterhalten, inwieweit wir auch einfach bestehende Bürgerinitiativen in Saarbrücken bereits irgendwie unterstützen kann, können, möchten, was wir gut finden oder auch nicht. Wir reden ja da ganz offen drüber. Und jetzt bin Heidi und ich da als Botschafter von Foodsharing. Foodsharing hat der ein oder andere ja schon gehört. Die Thematik an sich, würde ich sagen, kann Heidi gern mal kurz gerade anfangen, so ein paar Daten einfach, damit man mal bewusst sich macht, worum geht das bei Foodsharing, wovon reden wir überhaupt, wenn wir von Lebensmittelverschwendung oder sogar Vernichtung reden? Also global werden 1,3 bis 2 Milliarden Tonnen Lebensmittel pro Jahr weggeworfen. Und wir alle tragen dafür die Verantwortung. Und gleichzeitig hungern weltweit 1 Milliarde Menschen. Viele Bauern können 20 bis 40% ihrer Ware nicht verkaufen, weil die großen Supermarktketten diese nicht wollen. Auch die Verbraucher sind durch das immer perfekt aussehende Obst und Gemüse aus der Werbung verwöhnt. Es gibt einen Dokumentarfilm von dem Valentin Thurn, Taste to Waste, aus dem Jahre 2011. Und er wollte aber noch mehr unternehmen und gründete im Sommer 2012 mit Gleichgesinnten den Foodsharing e.V. Ziel der Initiative ist es, die Wertschätzung von Lebensmitteln zu erhöhen, Menschen für das Thema zu sensibilisieren, soziale Kontakte zu ermöglichen und im Internet unter www.foodsharing.de ein Werkzeug gegen die Verschwendung zu stellen. Es bietet eine Plattform, bei der Privatpersonen, Händler, Vereine und Produzenten überschüssige Lebensmittel kostenlos anbieten und abholen können. Ja, also es ist ja auch immer mehr Leuten schon ein Begriff. Vielleicht einfach, wie funktioniert das Ganze? Wir haben jetzt auch hier in Saarbrücken Foodsharing. Und eng mit Foodsharing verbunden ist die Plattform www.lebensmittelretten.de. Man kann sich das einfach so vorstellen, dass das Internet wirklich als Werkzeug in diesem Fall genutzt wird. Da wird man nicht zugespammt oder sonst was. Ja, wir haben zwar auch eine Facebook-Gruppe, aber die einfach nur so, damit mehr Leute noch davon mitkriegen. Die eigentliche Organisation als Arbeitswerkzeug findet über diese zwei Plattformen statt. Das eine ist www.foodsharing.de. Da kann sich jeder, der möchte, einfach kostenlos registrieren, anmelden. Und wenn man selbst was einfach an Essen übrig hat, lädt man einfach ein Bild hoch, als Essenskorb nennt sich das dann. Und da können alle anderen, die in der Nähe sind, sich eintragen und vereinbaren, okay, ich komme das abholen, einfach, dass es nicht schlecht wird. Darum geht's, ja. Es ist eigentlich beschämend, wenn man heute noch durch Saarbrücken geht und an jeder Ecke sitzt irgendwo jemand und ist wirklich am Betteln und vielen glaube ich, dass sie nichts zu essen haben. Ja? Und das, wo so viele Lebensmittel weggeworfen werden, sowohl in Privathaushalten, aber natürlich auch in Läden und so weiter und so fort. Auch hier geht es dann nicht darum, mit dem Finger drauf zu zeigen, wie böse wir alle sind. Mein Gott, wir reden von etwas, was wir alle schon seit Jahrzehnten wussten. Ja, aber jetzt gehen wir das halt an, gemeinsam zu organisieren. Und dort ist jede Privatperson und auch jeder Betrieb, jede Bäckerei gerne auch eingeladen, sich anzumelden und zu sagen, ja, wir haben hier abends Essen übrig, das landet normalerweise in der Tonne. Ja, und es würden sich Menschen darüber freuen. Kann jeder mitmachen, dafür ist foodsharing.de da. Dann gibt es noch die Plattform lebensmittelretten.de. Vielleicht willst du darüber mal ein bisschen, du bist ja auch in der Gruppe da sehr aktiv, hast mehr Zeit als ich im Moment sogar. Und ja, also in lebensmittelretten.de, da melden sich alle an, die als Foodsaver mithelfen wollen. Foodsaver, das heißt, ich kriege einen Ausweis und mit diesem Ausweis kann ich dann in den Kooperationsläden, die mit uns zusammenarbeiten, die Lebensmittel abholen.
kann sie dann weiter verschenken, selbst verbrauchen oder stellt sie halt in foodsharing.de in Essenskorb rein. Da kann sich dann jeder melden. Ich hätte das gern. Dann macht man einen Treffpunkt aus, wo man das abholen kann. Und in lebensmittelretten.de, da organisieren wir halt auch Treffen. Also jeder meldet sich an. Wir haben zurzeit einen Bioladen, die Mutter Erde, die uns regelmäßig Lebensmittel abgibt, die die nicht mehr verkaufen. Und da gibt es dann, jeder tragt sich ein, wer an welchem Tag, das sind dreimal die Woche, Montag, Mittwoch und Freitag, da kann man sich dann eintragen, ich hole dann die Lebensmittel ab. Was wichtig ist halt, ist Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Es gibt bestimmte Regeln zu beachten, was Hygiene anbetrifft, Kühlkette nicht unterbrechen und so weiter. Dafür haben wir hier einen Informationsstand mit allen Informationen, die man dafür braucht. Ja, der Stefan und ich sind, wie gesagt, Botschafter. Das heißt, wir organisieren halt die Treffen. Wir gucken, dass die Leute regelmäßig ihre Sachen abholen. Wir müssen auch schauen, hat sich jemand eingetragen. Dann müssen wir auch selbst einspringen, wenn es mal nicht funktioniert. Und mir fällt gerade nichts mehr ein. Ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen. Wir haben jetzt am 13. Juli nochmal ein Treffen mit allen Foodsafern und allen Interessierten, die sich dafür interessieren, eingeladen. Und ich denke, wir treffen uns beim Stefan, wenn das Wetter schön ist. Das Problem ist halt, wenn das Wetter schlecht ist. Also wo wir uns treffen, das geben wir dann noch kurzfristig bekannt. Also es kann sein, dass es beim Stefan dann stattfindet. Wir haben uns auch schon bei mir in Fuhrbach getroffen, aber das ist dann halt immer schwierig für die Leute aus Saarbrücken, dahin zu kommen. Da muss man halt Fahrgemeinschaften bilden. Aber in Facebook und in lebensmittelretten.de, Facebook, da werden wir halt auch den Termin und die Ort, wo wir uns treffen, nochmal bekannt geben. Also wie gesagt, jeder, der Interesse daran hat, sich mal informieren möchte, der kann dann gern dazukommen. Wir brauchen nämlich noch jede Menge Helfer, damit wir noch weitere Läden ansprechen können. Ja, ich will diesen Aspekt vielleicht nochmal erwähnen. Da ist wirklich dann, wie du schon gesagt hast, kommt auch auf Zuverlässigkeit an. Also wenn wir da dann Vereinbarungen mit den Läden machen, dass wir dreimal die Woche oder keine Ahnung, was noch alles kommt, viermal die Woche dann und dann abholen, dann müssen wir halt auch wirklich sicherstellen, dass das funktioniert. Sonst haben die Läden im Endeffekt mehr Arbeit als sonst was. Aber ansonsten ist es halt wirklich ein Nutzen für jeden selbst und spart wieder Geld, mal ganz platt gesagt. Ja, wenn ich zweimal in der Woche bei Foodsharing so einen Korb mit Gemüse habe und alles, ihr wisst ja selbst, wie die Preise steigen. Ne? Und einfach dieser Aspekt der sozialen Kontakte, das finde ich geil. Man lernt, auch wir hier auf dem Mahn machen, immer mehr Leute kennen, hat ein gemeinsames Interesse. Man lernt sich kennen. Es lief jetzt alles wirklich ein bisschen schleppend, weil jeder einfach so viel zu tun hat. Aber langsam aber sicher sind so viele Leute da, dass man noch ein, zwei Läden ansprechen können. Wir haben lieber extra gewartet, damit dass wir nachher so viel Lebensmittel haben und wir müssen sie dann wegwerfen. Ist ja auch Schwachsinn, ne? Aber trotzdem wäre jetzt genau der Knackpunkt, wenn jetzt hier nur schon mal jeder Zweite noch sagen würde, okay, ich bin dabei, setz mich mit ein, dann können wir noch ein, zwei Läden machen. Und ich bin ja manchmal so ein bisschen am Träumen. Ich fände es einfach cool, wenn irgendwann die Läden und Geschäfte, die nicht mitmachen, sich blöd vorkommen. Also, und die Menschen, weil was soll das? Warum werfen wir Lebensmittel weg? Was soll denn dann? Warum muss ich Geld für etwas ausgeben, wenn es doch eigentlich ein Überfluss da ist? So, ne, muss jeder selbst wissen, kann auch jeder ganz teuer kaufen gehen, wenn er möchte. Mir macht das nichts, wenn die Banane auch mal ein bisschen braun ist, da schmeckt sie meist noch besser, als wenn sie grün ist. Aber ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn einfach noch ein paar mehr Menschen da aktiv werden. Dann haben wir auch immer schöne Treffen und können das auch gern irgendwie ein bisschen verbinden. Wir werden auch versuchen, einfach mal das anzusprechen, vielleicht, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht, innerhalb der Foodsharing-Gruppen, zu sagen, Mensch, Leute, kommt doch mal auf die Mahnwachen. Da geht es halt einfach auch um Sachen so. Das liegt mir am Herzen, dass wir uns irgendwie verbinden. Wir dürfen auch nicht zu große Schranken machen, dass wir jetzt hier als Mahnwache, wir sind die, die es besser wissen. Ja, nee. Ja, eben nicht. Zusammen, wenn wir die Köpfe zusammenstecken, uns ergänzen, Energien da reinstecken, was sinnvoll ist, dann machen wir es irgendwie besser als bisher, nicht anders. Ja, das war es von unserer Seite. Informationen zu Foodsharing gibt es hier.